dürfte es jetzt soweit gewesen sein. Ein bisschen dauert es noch, sagt der Rudi, der kennt natürlich jede Glocke in Graz und weiß genau, wie lange die bimmelt. Aber es sieht gut aus, würde ich sagen, meine Damen und Herren. Und ich bitte um einen großen Applaus für unseren Landeshauptmann und für unseren Tourismuslandesrat und natürlich für unseren Jubilar Rudi Hinterlein. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das bisher einzige Mal, wo ich eine Rede später begonnen habe wegen Glockengeläute, das war meine Wahlabschlussveranstaltung am Schlossberg 2015. Danach habe ich die Wahl verloren, aber halt Landeshauptmann bin ich dann doch geworden. Und ich weiß nicht, wie das heutige Glockengeläute deuten soll. Es wäre Messe. Und ich freue mich, dass ich zumindest eine Zeit lang heute dabei sein kann, wenn wir gemeinsam den jugendlich gebliebenen 70er unseres lieben Rudi Hinterleitner begehen. Wenn ich an den Rudi denke, fällt mir der Julius Raab ein. Nicht deswegen, weil der Rudi möglicherweise ein uneheliches Kind von ihm wäre. Er schaut ihm ja absolut nicht ähnlich. Aber weil er der Einzige ist, außerhalb des Julius Raab, den ich kenne, der noch immer Virginia raucht. Und das hat ja der alte Raab auch getan. Und wenn ich an den Rudi denke, denke ich natürlich zuallererst an die Ricky. Denn die habe ich ja vor ihm kennengelernt. Ein Glück für mich. Denn die Ricke, die war beim Karl Neubacher. Das werden nur mehr 5, 6 hier anwesend, die wissen, wer das war. Das war einer der begnadetsten Grafiker, Designer, Künstler, den das Land je gehabt hat. Leider hat er einen Stiefel auch getragen, weil ein Teil eines Fußes ihm gefehlt hat. Und ich bin in ganz jungen Jahren, vor 45 Jahren, so alt ist die Ricky noch gar nicht, aber sie war schon beim Karl, Sekretär der Jugendbewegung gewesen, und da waren wir in der Peinlichgasse 6. Und dort haben wir beraten, wie man Wahlkampf machen könnte. Und der Karl hat im Gegensatz zu mir, es ist ja lange her, ich bin ein Bursche vom Land, ein Geld gehabt. Und hat mich immer wieder zum Wastl, der war um die Ecke, um einen Doppler und um 6 Wurstsemmeln geschickt. Und so ist Stunde um Stunde vergangen und wir haben dann irgendetwas entwickelt. Und es war meistens so, dass der Joschi Greiner das akzeptiert hat. Das waren goldene Zeiten. Nicht nur für meine Gemeinschaft, sondern auch fürs Land. Und die werde ich, liebe Ricky, nicht vergessen. Und den Rudi, dem kann ich nur sagen, für mich bist du ein Lebenskünstler. Der hat so vieles im Leben probiert. Das ist nicht immer, aber oft gut gegangen. Der hat das seidene Zimmer und das Möblierte verlassen und hat sich auf den steinigen Weg begeben. Ich kann mich gut erinnern, er war mehr oder weniger designierter Sportchef der kleinen Zeitung und hat gesagt, ich mache mich selbstständig. Das zu einer Zeit, wo man in solchen Zeitungen 30, 40 Jahre war, und er eine sichere Zukunft gehabt hätte. Er ist rausgegangen aus dem System, hat eine Zeitung gegründet, hat Veranstaltungen gemacht, hat Journalisten, die heute Vorstandsdirektoren sind, in den Medien große Rolle spielen, an seiner Seite gehabt, hat manches Pech gehabt,
finanziell, hat aber nie aufgegeben. Ich kann mich erinnern, wie wir am Schöckl marschiert sind, du hast ja da vom Stubenberg eine Tatscha gehabt. Ich kann mich erinnern, wie du zu mir gekommen bist und gesagt hast, das erzähle ich nur dir, vorher warst du schon beim Wobis. Die Idee müssen wir umsetzen. Der Birker tut mit. Die Olli tut mit, das wird nur mein Beitrag. Da habe ich mich nachher erkundigt, der hat mit keinem Gerät, aber wir hätten das gleiche angewandt, zum Schluss hat er das gehabt. Und die Dinge haben sich sehr gut entwickelt. Du hast aber in, wie sagt man das, wenn man heiratet, in guten und bösen Tagen des Lebens Freunde gehabt. Ich kenne sie, glaube ich, gut. Einige sind unter uns, die dich in den schwierigsten Phasen nicht verlassen haben. Denen möchte ich danken. Manche sitzen da gerade am ersten Tisch rechts von mir aus gesehen, und manche woanders. Das habe ich ja, ich bin ja der Benjamin als Landeshauptmann, aber es ist ja nicht leicht, einer lang, so lange in der Politik wie ich, in meinem langen politischen Leben gelernt. Der alte Kohl, der Helmut Kohl, wohlgemerkt, aus Deutschland hat einmal gesagt, die Niederlage hat nichts Gutes, nur eines, man lernt die Freunde kennen. Ich war schon ganz unten, ich war schon ganz oben, ich weiß das. Und mir ist hier die Schadenfreude abhanden gekommen. Und der Rudi ist auch so einer und der hat nie aufgegeben. Und das ist großartig. Und ich wünsche dir, dass du uns weiterhin mit deinen Ideen quälst, an deren Verwirklichung wir teilnehmen dürfen. Ich wünsche dir die Gesundheit. Und ich weiß, dass dir die Tasche gestohlen wurde, wo alle möglichen Habseligkeiten drinnen waren, auch dein Computer. Und ich möchte dir namens deiner Freunde aus der SDVB, das heißt Steirische Volkspartei, einen Laptop übergeben, leihweise. Aber du weißt eh, was leihweise in so einem Fall heißt. Bis zum 75er musst du nämlich das tun, was wir von dir immer schon alle verlangt haben, dass du über das Auf und Ab deines Lebens und derer, die du in der Politik, Sport, freut mich, dass heute so viele aus dem Journalismus, die gerade auch im Sport Geschichte geschrieben haben, Kronenzeitung Zeitung bis zum Kurier und viele andere, natürlich die Kleine, hier sind, dass du das ein bisschen niederschreibst. Wenn du das tust, musst du die Kosten nicht ersetzen. Wenn du das nicht tust, werden wir es nicht kriegen. Also sagen wir halt trotzdem leihweise. Und der Titel für das Buch, den hätte ich schon. Du schreibst ja immer, für mich in mancherlei Hinsicht zwar ein gefährlicher Spruch, aber bitte, es ist ein Leitspruch, die Wahrheit ist weiß wie Schnee. Alles Gute, Rudi. Lieber Rudi, liebe Ricky, es ist wahrlich ein Grund, heute zu feiern, und wer den Rudi erlebt hat, wer den Rudi heute erlebt, weiß, dass er einer ist, der nie Ruhe geben kann, weiß, dass er einer ist, der ein Möglichmacher ist, im besten Sinne des Wortes. Und ich ganz persönlich, lieber Rudi, möchte dir einfach Danke sagen für viele Jahrzehnte guter Freundschaft, manchen schwierigen und kritischen Gesprächs, aber immer auch einer Anleitung, was wir tun sollten in der Politik und wie wir es besser machen könnten. Und du hast vieles Positives beigetragen, wenn es um die Entwicklung des Tourismusstandortes Steiermark und der Landeshauptstadt Graz geht. Und daher möchte ich gemeinsam mit dem Herrn Landeshauptmann dir heute eine ganz besondere Auszeichnung überreichen, die dir auf der einen Seite Dank sagen soll für diese Würdigung unseres Tourismusstandortes, und du bist damit ein Wegbegleiter der erfolgreichen Tourismusentwicklung unserer Region, die die Steiermark weit über die Landesgrenzen hinaus in ein internationales Schaufenster gebracht hat.
Und der Hermann Schützenhöfer hat vor einigen Jahren eingeführt eine ganz besondere Auszeichnung des Tourismuslandes Steiermark. Das ist das Steirerherz. Und dieses Steirerherz in Silber als Anerkennung und als großen Dank und auch als Glückwunsch zu deinem heutigen ganz besonderen Geburtstag möchten wir dir überreichen. Lieber Rudi, alles Gute, viel Gesundheit und toi 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 für die Zukunft. Jetzt wird das Ganze natürlich auch noch angesteckt. Wenn der Rudi jetzt auf seine Tour geht, damit man ihn gleich sieht. Jetzt muss er natürlich noch was dazu sagen, der Rudi ist klar. Das letzte Wort hat der Oberst. Und wenn der Rudi wird jetzt alle begrüßen, bitte eine Mischung. Das dauert länger. Lieber Rudi, bitteschön. So, meine Damen und Herren, Herr Landeshauptmann. Christian Buchmann, Landesrat, uns verbindet ja wirklich Jahrzehnte. Ja, zum Christoph, komme ich noch zum Siegel, gehe jetzt von Tisch zu Tisch. Weil jetzt bleibt man, kommt man keiner aus. Jetzt habe ich links und rechts. Wir beide, ich weiß ja ganz genau noch, wie du beim Karl Neubacher im Büro warst. Und das war damals der Wahlkampf, glaube ich, für den Niederl. Und der narische Neubacher hat gesagt, wir brauchen ein grünes Hemd, wir brauchen ein grünes Hemd. Und ich habe mit voller Stolz ein grünes Hemd gekauft gehabt. Da habe ich gedacht, das passt zur Steiermark, passt zu mir. Und dann suche ich das Hemd, dann sehe ich die Fotos, die Recke hat das Hemd mitgenommen für einen Niederl. Und der hat immer so geschwitzt, habe ich gesagt, ich kann ja weghauen dann. Nicht? Und der Karl hat immer einen Föhn mitgehabt nicht? Und hat nicht mehr wieder geföhnt. Und so habe ich dich auch kennengelernt. Und eins hat der Karl Neubacher immer gesagt, ich habe schon viel kennengelernt in der Partei, aber aus dem Schützenhelfer, aus dem wird was. Und ich, auf diesen Tag habe ich dich begleitet. Gratulation. Wirklich. Und dann heute die Aufbauung, wie du gesagt hast, die Doppler gesagt hat, aber im Weinblick auf die Wahrheit. Nicht? Und er hat gehabt. Hermann, ich bedanke mich bei dir. Wir haben viele Episoden miteinander erlebt. Wir waren Weltmeisterschaften, Skiweltcup und überall. Und haben auch hin und wieder Achterl, aber du warst immer an meiner Seite, immer fair, auch kritisch und bedanke mich herzlich für die Freundschaft. So Christian, jetzt zu dir. Ich war mit dem Robert Hellwig, der auch da ist Eventleiter der Kleinen Zeitung, vor circa 2,5 Monaten bei dir, weil du sagst, so kritisch, dass ich... Er hat uns 20 Minuten betoniert, Hubert Batterer, du bist auch da, über den Stil der Kleinen Zeitung, was wir eigentlich wollen. Und jetzt kommen wir schon wieder. Jawohl, Herr Leitold, herzlichen Dank. Dankeschön. Und jetzt kommen wir schon wieder. Nein, das ist für euch zwar, aber ich habe das Mikro nicht. Und dann war er doch gültig wieder, aber du kannst auch sehr kantig sein. So schauen wir aus. Du bist der gute Hermann und er ist der Kantige. Ich sage herzlichen Dank, Christian. Viel Spaß. Viel Spaß auch deiner Katze zu Hause, aber die Chefin ist nicht mit. Anna muss auf die Couch schauen. Ne? Danke, fertig, Hermann, danke. So, jetzt komme ich.